Ja, was wir jetzt im Februar auch tun wollen, ist noch ein paar Anemonen und Ranunkeln setzen. Wir haben Zwiebeln von verschiedenfarbigen Ranunkeln und weiße Anemonen. Eigentlich wollte ich diese Ranunkeln direkt nach draußen setzen. Da wir aber leider jetzt seit Wochen keinen frostfreien Boden haben, habe ich beschlossen, dass ich zum einen ein paar Tontöpfe mit Ranunkeln bepflanze, die dann im Gewächshaus treiben lasse und noch ein paar einfach in Anzuchtschalen vorziehe, die ich dann später nach draußen setzen kann, wenn dann der Boden endlich mal wieder frostfrei ist. Und jetzt setzen wir einfach mal hier so ein paar Ranunkeln hier in diesen Tontopf mit den Krallenwurzeln hier nach unten mit ungefähr 5 cm Tiefe und mit ungefähr 5 cm Abstand. Das ist eigentlich relativ einfach zu merken. Grundsätzlich pflanzt man eigentlich immer in etwa so tief, wie die Knolle groß ist. Ja, und diese Ranunkeln und Anemonen soll man übrigens bei vollem Mond setzen. Man sagt ja grundsätzlich, die Pflanzen oder Gemüse, die mehr nach unten wachsen sollen, also zum Beispiel Wurzelgemüse, soll man bei abnehmendem Mond pflanzen und alles, was nach oben wachsen soll, was also oberirdisch treiben soll, soll man bei zunehmendem Mond pflanzen. Die restlichen werden wir dann vorziehen und nochmal in Anzuchtschalen geben. Hier nochmal dann Kompost auf. Drücken wir es leicht an. Dann das Angießen nicht vergessen. Ja, und das machen wir auch mit den anderen Sorten, die wir haben, und stellen das Ganze jetzt ins Gewächshaus, was bei uns ja frostfrei gehalten wird und was tagsüber durchaus auch im Februar, wenn die Sonne drauf scheint, doch auch mal 10, 15 Grad hat. Dort stellen wir das hin und dort werden die dann auch zügig austreiben und die können wir dann für unseren Freisitz benutzen, diese Tontöpfe. Und die Ranunkeln, die wir in Anzuchtschalen setzen, die werden wir dann später draußen in den Beeten einpflanzen, sobald die kräftig genug sind und schön im Gewächshaus vorgetrieben sind. Ihr könnt sie, wie gesagt, bereits eigentlich ab Januar, wenn es frostfrei ist und entsprechende Temperaturen herrschen, ansonsten im Februar bis zum März auch direkt ins Freiland setzen. Sie sollten nur, wenn sie dann getrieben sind, nicht Frost abbekommen. Ansonsten sind die recht unempfindlich. Wir haben jetzt halt diese Methode gewählt mit dem Gewächshaus, mit dem Vortreiben, weil wir einfach keinen frostfreien Boden haben und es nicht absehbar ist, dass wir den eben auch in den nächsten 2, 3 Wochen bekommen. Ja, und das Gleiche machen wir hier mit den Anemonen. Das ist hier eine weiße Anemone, eine Anemone blanda. Wird auch Balkananemone genannt und auch hier stecken wir diese Knollenstücke einfach ein paar Zentimeter in die Erde, auch mit so 3 bis 5 Zentimetern Abstand. Hier stecken wir dann den Rest noch in Anzuchtschalen, die wir dann ins Freiland später umsetzen möchten, die Plätzchen. Auch hier nochmal eine Kompostdecke drauf. Leicht andrücken. Angießen.
wo wir dann in Ruhe austreiben können.